Im Herzen des Balkans liegt Serbien. Das Land ist bis heute Rückzugsgebiet für viele Tiere. In Serbiens Wäldern hat die Natur noch ihren Platz. Der Staat ist jung, doch voller Traditionen. In einigen Dörfern scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Jäger und Gejagte bewohnen die weiten Steppen. Der seltene Goldschakal nutzt den Schutz der Dämmerung. So wie der Uhu. Eine Reise durch ein unbekanntes Land voll großer Naturwunder. Die Donau bestimmt seit Jahrtausenden das Leben in Serbien. Hier am Eisernen Tor, der längsten Schlucht des Landes, durchbricht sie die Ausläufer der Karpaten. Heute bedeckt ein Stausee die einst gefährlichen Stromschnellen. Kraniche ziehen nach Norden und kündigen den Frühling an. Die Flussklippenlandschaft unter ihnen ist einzigartig. Über 100 Kilometer des Donauufers stehen unter Schutz. Sie gehören zum Nationalpark Djerdap. Die steilen Felsen sind das Revier der Gemsen. Hier finden sie frische Triebe, Gräser und Kräuter, die nur für gute Kletterer erreichbar sind. Einst kamen Gemsen auch in flacheren Mittelgebirgen vor. Die Jagd durch den Menschen hat sie ins Hochgebirge vertrieben. Und der Mensch ist nicht der einzige Jäger, den die scheuen Tiere zu fürchten haben. Einem Luchs gehen sie lieber aus dem Weg. Eine 30 bis 50 Kilo schwere Gemse wäre eine hervorragende Beute. Doch das Luchsweibchen ist nicht in Jagdstimmung. Es hütet den Nachwuchs. Die Jungen sind erst wenige Wochen alt und reichlich neugierig. Alles muss erkundet und ausprobiert werden. Zwei bis fünf Junge bringt eine Luchsmutter zur Welt. Sie muss die Kleinen ganz allein versorgen und bewachen. Keine leichte Aufgabe. Bis sie fünf Monate alt sind, werden die Kleinen gesäugt. Danach bekommen sie nur noch, was die Mutter an Beute mitbringt. Die Reviere von Luchsen sind unterschiedlich groß, je nachdem, wie viel Beute sich darin verbirgt. In Serbien braucht ein Luchs zum Überleben ein Jagdgebiet, das 10 bis 40 Quadratkilometer misst. Aus dem Wald erschallt der Balzruf eines mächtigen Vogels. Ein Auerhahn wirbt um die Gunst der Hennen. Nach langer Ouvertüre hoch im Baum hat er für das Finale die Arena betreten.
Er muss den richtigen Moment genau abpassen. Jede Henne ist nur kurze Zeit empfängnisbereit. Werden die Liebenden genau dann gestört, war alles umsonst. Der Auerhahn reagiert äußerst empfindlich auf Veränderungen seiner Umwelt. Auch deshalb ist er in Mitteleuropa selten geworden. Reich strukturierte und ungestörte Wälder sind eine Voraussetzung, dass er überleben kann. Er braucht Unterholz, um sich verstecken zu können. Doch wird der Wald zu dicht, hat der große Vogel nicht genug Platz zum Fliegen. Nur wenige Rückzugsgebiete sind ihm geblieben. Am Eisernen Tor liegt möglicherweise die Wiege des Ackerbaus in Europa. Archäologen haben Spuren von Menschen gefunden, die hier schon vor etwa 7000 Jahren Pflanzen- und Viehzucht betrieben. An den Hängen der Donau lebt Europas größter Schmetterling. Das Wiener Nachtpfauenauge. Eine Hauskatze hat den Falter im Kirschbaum entdeckt. Die Begegnung geht glimpflich aus. Der Nachtfalter wartet auf die Dunkelheit. Erst dann wird er aktiv. Das Weibchen ist auf der Suche nach einem guten Platz für seine Eier. Es hat nur wenige Tage Zeit, denn als Falter nimmt es keine Nahrung mehr zu sich. Kurz nach der Ablage wird es sterben. Bis zu 200 Eier heftet das Nachtpfauenauge an die Rinde. Tief im Wald liegt das Versteck einer Wildkatze. Das Weibchen hat Junge zu versorgen und muss jagen gehen. Die beiden Kätzchen nutzen die Gelegenheit, sich einmal ungestört umzuschauen. Wildkätzchen sind große Entdecker. Etwa im Alter von 2 Wochen verlassen sie erstmals den Bau. Diese beiden sind ungefähr 6 Wochen alt. Schon jetzt üben sich die Kleinen im Klettern und Anpirschen. Wildkatzen sind Einzelgänger. In ein paar Monaten werden sich die beiden ihr eigenes Revier suchen müssen. Die Mutter kommt zurück und die Kleinen erwarten sie wieder im Versteck. Noch bekommen die jungen Katzen fast ausschließlich Milch, doch allmählich interessieren sie sich auch für die Beute der Mutter. Diesmal hat sie allerdings nichts gefangen. Auenlandschaften und Seen säumen die Donau im Norden Serbiens.
Ideales Revier für Seeadler. Zwei Jungtiere haben ihren Aussichtsposten bezogen. Die Versuche der Möwe, einen toten Aal aus dem Wasser zu fischen, bleiben den Adleraugen nicht verborgen. Doch nicht nur die beiden jungen Adler, auch ein Elternvogel hat die Szene offenbar beobachtet. Gegen den König der Lüfte hat die Möwe keine Chance. Was der Möwe schwerfällt, ist für den Greifvogel ein leichtes. Seine scharfen Fänge lassen so schnell keine Beute wieder los. Mit gut 2 Metern Spannweite kann er auch weit gewichtigere Fische tragen als diesen Aal. Wie verwunschen wirken die Auen der oberen Donauniederung. Als wertvoller Lebensraum für viele Wildtiere und Pflanzen stehen sie heute teilweise unter Schutz. Das serbische Naturschutzreservat ist direkt mit Nationalparks in Ungarn und Kroatien verbunden. Anstelle von Staatsgrenzen herrscht hier vor allem die Natur. Die Raupe des Wiener Nachtpfauenauges geht ihrer Lieblingsbeschäftigung nach. Fressen. Die Raupe ist bereits vor einigen Wochen geschlüpft und legt mit jedem vertilgten Blatt an Gewicht zu. Grünzeug von Obstbäumen schmeckt ihr besonders. Die Raupen werden bis zu 12 cm lang, bevor sie sich im Herbst verpuppen. Erst im kommenden Frühjahr wird dann aus dem Kokon ein bunt gefärbter Nachtfalter schlüpfen. Die Raupe ist nicht allein. Auch ein Laubfrosch lebt auf diesem Baum. Normalerweise sind Insekten und deren Larven die Beute des Froschs. Doch diese riesige Raupe scheint ihn zu irritieren. Er pumpt sich auf, um größer zu wirken. Viel nützt das in diesem Fall nicht. Von den Auen der Donau über Steppenlandschaften bis hin zu urigen Wäldern. In Serbien gibt es heute mehr Tierarten als fast überall sonst in Europa. Ein Goldschakal erscheint am Waldrand. Ein Weibchen, das seine Jungtiere schon erwarten. Schakale sind vor allem dort auf dem Vormarsch, wo kaum oder keine Wölfe mehr leben. Die Jungen betteln nach Futter. Hat die Mutter Ratten und Mäuse erbeutet, wirkt sie sie wieder hoch. Die junge Familie ist nicht allein im Wald. Die Mutter ist auf der Hut. Sie prüft genau, wer sich in die Umgebung ihrer Jungen wagt. Ein ausgewachsenes Wildschwein würde sie kaum erlegen können. Eher umgekehrt. Und ganz geheuer scheint die Situation auch dem Wildschwein nicht zu sein.
Nicht weit entfernt vom Naturreservat Obere Donauniederung liegt das Dorf Etvor. Hier gibt es noch Feuchtwiesen, die nicht entwässert wurden. Auf den Weiden wurde soeben das Buffet für die Weißstörche eröffnet. Die Vögel folgen den Rindern, denn die scheuchen allerhand kleine Tiere auf. Der Hunger ist groß, die Störche haben Junge zu versorgen. Störche sind nicht besonders wählerisch. Sie fressen Heuschrecken und Schnecken, genauso wie Frösche und Lurche, sogar Schlangen und Mäuse. Mit gefülltem Magen geht es zurück zum Nest. Keine Begrüßung ohne Klappern. Das gehört bei den Weißstörchen dazu. Ein Junges ist bereits geschlüpft. Auf das zweite und dritte warten die Eltern noch. Auf dem Speiseplan stehen heute Heuschrecken. Der Altvogel übergibt die Beute nie mit dem Schnabel, sondern wirkt sie ins Nest. Die Kleinen müssen sie selbst aufpicken. Ein Storchennest auf dem Dach bringt Glück. In den Dörfern der Gegend streitet man sich deshalb gern einmal darüber, wer die meisten bewohnten Nester hat. Frühmorgens beginnt die Hauptverkehrszeit auf der Dorfstraße. Um Punkt 7. Die frisch gemolkene Milch treibt die Dorfbewohner jeden Morgen aus dem Haus. Direkt vom Kuhstall geht es zur Sammelstelle, wo der Molkereilaster die Milch abholt. Eine gute Gelegenheit, die ersten Neuigkeiten des Tages auszutauschen. Zwei Monate später sind die jungen Störche fast so groß wie ihre Eltern. Der Altvogel bringt außer Heuschrecken auch Polstermaterial für das Nest. Eine Storchenburg kann bis zu 300 Kilo schwer werden. Die Jungvögel fressen so viel sie können. Bald werden sie schwerer sein als ihre Eltern. Nur so können sie am Ende des Sommers die weite Reise nach Afrika überstehen. Abends ziehen die Kühe zurück ins Dorf. Sie kennen ihren Heimweg. Die Dorfjugend muss da gar nicht erst nachhelfen. Sommer liegt über dem Land. Auf den Feldern der Provinz Vojvodina stehen die Sonnenblumen in voller Blüte. Seit über 100 Jahren nutzen die Menschen das Öl der Sonnenblumenkerne. Ein Nebenprodukt ist reiner Sonnenblumenhonig. Da lohnt es sich, gleich einen ganzen Laster zum Bienenstock umzurüsten. Wollschweine versuchen, der Nachmittagshitze aus dem Weg zu gehen.
Ein Stück die Donau flussabwärts liegt eine ehemalige Sanddünenlandschaft, die Deliblatska Peschtschara. Viele Dünen sind heute unter dem Grün von Pflanzen verschwunden. Sie wachsen auf dem Sand eines Meeres, das hier vor 5 Millionen Jahren austrocknete. Für Fasane und Rehe ist die halboffene Landschaft ideal. Vor knapp 200 Jahren begann man, die Sanddünen zu bepflanzen, nachdem der serbische Dünensand bis nach Wien wehte. Irgendetwas scheint das Reh zu beunruhigen. Wölfe gibt es in der Region nur noch sehr selten. Tagsüber und ganz allein wird er kaum Beute machen. Der Fasan und besonders sein Weibchen sind im hohen Gras gut getarnt. Doch in der Peschtschara leben auch Raubtiere, vor denen sie sich kaum verstecken können. Ein Adlerbussard wartet auf seine Gelegenheit. Der Hahn ist mit seinem auffälligen Gefieder weithin zu erkennen. Die Henne dagegen sollte bessere Chancen haben, nicht entdeckt zu werden. Der Raubvogel hat allerdings gute Augen. Von ihm ist wohl keine Hilfe mehr zu erwarten. Weite Teile der Peschtschara sind Weideland. Schafe und Ziegen fressen die Gräser und Kräuter. Wasser ist rar und das Vieh auf die wenigen künstlich angelegten Tränken angewiesen. Die Schafe suchen bald Schatten. Sobald sie fort sind, versammeln sich andere Gäste um den Wassertrog. Bläulinge wissen das feuchte, aufgewühlte Erdreich zu nutzen. Mit Sinneszellen an ihren Beinchen erschmecken sie den Untergrund. Ihre feinen Rüssel saugen die Feuchtigkeit auf. An der Zufahrt zur Wasserstelle lauert ein Uhu auf Beute. Der Weg ist zur Hauptverkehrsstraße für durstige Tiere geworden. Ein ideales Jagdrevier am Nachmittag. Die erbeutete Ratte versorgt den Greifvogel nicht nur mit Nährstoffen, sondern auch mit Flüssigkeit. Im Westen Zentralserbiens liegt der Zlatibor,
Ein Gebirge mit Höhen um die 1000 Meter. Ein Nationalpark schützt die Tier- und Pflanzenwelt. Zum Markt sind die Söhne aus der Stadt gekommen, um ihren Eltern zu helfen. Auf dem Land leben fast nur noch alte Menschen. Viele Junge zieht es zum Arbeiten und Geldverdienen in die Ballungszentren. Der Vater sperrt die Ochsen ins Joch. Die Tiere folgen ihm aufs Wort. Bilder wie aus längst vergangenen Zeiten. Das Dorfidyll trügt. Immer mehr Siedlungen in den ländlichen Regionen Serbiens werden aufgegeben und verfallen. Oh. 40 Kilometer östlich liegt das Örtchen Guča. Hier bekommt das liebe Vieh regelmäßig musikalische Unterhaltung. Die Einheimischen proben für ihren großen Auftritt. Guča ist bekannt für sein dreitägiges Blechbläserfestival, das nach eigenen Angaben das größte in Europa ist. Seit 1961 findet hier der Wettkampf um die goldene Trompete statt. Mittlerweile kommen jedes Jahr etwa 300.000 Besucher in das 3000-Seelendorf, um den Kapellen zu lauschen. Alle Wettbewerbsteilnehmer geben in Guča ihr Bestes. Jeden Tag wird bis spät in die Nacht gefeiert. Spuren eines Festes finden sich auch 100 Kilometer weiter südlich in Zentralserbien. Die versteinerten Überreste einer Hochzeitsgesellschaft. So will es zumindest die Sage. Weil die Menschen Bruder und Schwester miteinander verheiraten wollten, verwandelte Gott sie in Steinsäulen. Regen, Wind und Eis haben das Erdreich um die Säulen herum abgetragen. Nur wo ein Fels auf dem Boden lag, konnten die Elemente nicht wirken. Heute heißt der Ort Teufelsstadt und seine Bewohner sind Höhlenbrüter. Sperlinge und Stare haben ihre Nester in die weiche Wand gescharrt. Hier oben sind sie gut geschützt vor Räubern. Hundert Kilometer weiter zwischen Zlata und Zlatibor-Gebirge liegen die Stauseen des Uvac, eines Zuflusses der Donau.
An einem der Stauseen haben Naturschützer und Bauern gemeinsam einen außergewöhnlichen Futterplatz eingerichtet. Gut sichtbar aus der Luft für die Vögel, die überleben sollen. Es sind Gänsegeier. Bis in die 70er Jahre stand das Überleben der Geier im Zlatar-Gebirge auf dem Spiel. Es gab nur noch 7 Brutpaare. Dank der Fütterung hat sich die Zahl der Tiere wieder verzwanzigfacht. Bei den Geiern haben die Alttiere mit den weißen Halskrausen das Sagen. Normalerweise. Ein paar Jungvögel können sich offenbar ganz gut durchsetzen. Sie sind gut an ihren braunen Halskrausen zu erkennen. Die letzten Brocken überlassen die Geier den Raben. Aasfliegen erledigen den Rest. Während sich die Zahl der Gänsegeier in Serbien erholt hat, bleibt ein anderer Vogel ausgesprochen selten. Der Schwarzstorch. Die meisten serbischen Schwarzstörche kommen im Naturreservat Obere Donauniederung vor. Ihre Zahl wird auf etwa 100 Paare geschätzt. Sie brauchen die ungestörte Ruhe des Waldes genauso wie Wasserläufe und Teiche. Im Gegensatz zum Weißstorch ernähren sich die Waldbewohner vor allem von Fisch. Die Jungen im Nest stärken ihre Flugmuskeln. Sie sind fast Flügge. Bald werden sie auf sich selbst gestellt sein. Bis dahin haben die Altvögel alle Schnäbel voll zu tun. Die Jungen sind etwa 2 Monate alt. Wenn sie in wenigen Tagen das Nest verlassen, werden sich die Eltern noch gut einen Monat um sie kümmern. Danach wird sich der Nachwuchs eigenständig auf den Weg nach Afrika machen. Die Jungvögel starten meist sogar vor ihren Eltern in Richtung Süden. Bis sie geschlechtsreif sind, wird es noch 3 Jahre dauern. Weit im Osten Serbiens liegen die Ausläufer der Karpaten. Im Wald versteckt wurde eine Kapelle errichtet, an einem besonderen Ort. Ein Kaltwasser-Geysir. Kohlendioxid sorgt dafür, dass das Quellwasser an die Oberfläche sprudelt. Am Bach leben Feuersalamander. Die Amphibien brauchen Wasser, um zu überleben. Als Larven leben die Salamander ausschließlich im Wasser. Sind sie erst einmal erwachsen, reicht ihnen eine feuchte Umgebung an Land. Dort verstecken sie sich zwischen Moos, Laub und Steinen. Die meisten Bäche und Flüsse Serbiens münden letztendlich in die Donau. Auch das Wasser aus dem Balkangebirge fließt ihr zu.
Fischotter. Sie bewohnen eine ruhige Stelle am Fluss Timok. Die Wassermarder kommen bis in Höhen von 2500 Metern vor. Fischotter tummeln sich selbst in kältesten Gewässern. Sie haben jedoch keine dicke Fettschicht wie Eisbären oder Seelöwen. Lediglich ihr dichtes Fell hält sie warm, mit bis zu 50.000 Haaren pro Quadratzentimeter. Die geschickten Schwimmer ernähren sich vor allem von Fisch, fangen aber auch Krebse oder sogar junge Wasservögel. Oberhalb der Kaskaden liegt eine traditionelle Käserei. Die Meierin macht Schafskäse. Dazu zerschneidet sie den ausgefällten Rohkäse und kocht ihn auf. Die weiche Masse wird in Formen gedrückt, wo sie trocknen soll. Früher ließ man den Käse noch 6 Monate reifen. Heute nimmt man sich diese Zeit nicht mehr. Die Laibe werden schon nach der Hälfte der Zeit verkauft. Das soll mehr Umsatz bringen. Der goldene Oktober bringt die letzten warmen Tage. Die jungen Rehe sind 5 Monate alt und haben kräftig zugelegt. Alle bereiten sich auf den Winter vor. Auch die Kraniche. Die Vögel rasten auf ihrem Weg nach Süden, um für den weiten Flug noch einmal Kraft zu sammeln. Selbst zu dieser Jahreszeit führen die Tiere ihren Kranichtanz auf. Er ist nicht nur Balzritual, sondern festigt die Bindung der Paare. Serbien. Das ganze Land wechselt noch einmal seine Farben. Es ist die Zeit der Rothirschbrunft. Der Platzhirsch versucht mit markigen Rufen seine Stellung zu behaupten. Er hat genug Konkurrenten, die sie ihm streitig machen wollen. Es gilt, sein Rudel Hirschkühe bloß nicht aus den Augen zu verlieren. Wochenlang muss er sie zusammenhalten. Solange die Weibchen nicht paarungsbereit sind, gehen sie dem Hirsch aus dem Weg. Immer wieder flämt der Hirsch, saugt den Geruch seiner Kühe ein und prüft so, ob sie endlich paarungsbereit sind. Dann taucht er auf. Ein ernsthafter Konkurrent.
Es kommt zum Kampf. Nach festen Regeln schieben sich die Kontrahenten über den Platz. Niemals würde einer von ihnen die Flanke des Gegners angreifen. Es geht nicht darum, den anderen zu verwunden, sondern ums Kräftemessen. Dennoch sind die Kämpfe alles andere als harmlos. Immer wieder kommt es zu Verletzungen. Der Sieger steht fest. Der Platzhirsch hält seine Stellung. Der Unterlegene zieht sich vom Rudel zurück. Wenn die Kraniche wieder in den Süden ziehen, wird es auch für den Braunbär in den Bergen Zeit, sich eine Höhle für die Winterruhe zu suchen. Nicht mehr lange, und er wird kaum noch Fressbares finden. Dunkle Wolken bringen den ersten Schnee. Noch immer ist der Braunbär auf Futtersuche. An ein paar Sträuchern erntet er die letzten Beeren des Jahres. Mit dem Winter schließt sich der Jahreszyklus am Balkan, in Serbien, dem unbekannten Land voll großer Naturwunder.